Im Jahr 2020 gab es in den Niederlanden insgesamt 765.000 registrierte Straftaten, was einem Rückgang von 2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die häufigsten Straftaten im Jahr 2020 waren Diebstahl, insgesamt 336.000 registrierte Fälle, Sachbeschädigung, 119.000 Fälle und Betrug, 96.000 Fälle. Die Zahl der registrierten Straftaten pro 1.000 Einwohner lag im Jahr 2020 bei 44, was im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang ist. Die Kriminalitätsrate in den Niederlanden ist im Vergleich zu anderen Ländern relativ niedrig. Laut dem globalen Friedensindex 2020 belegt das Land Platz 9 von insgesamt 163 Ländern. Doch viele Quellen gehen davon aus, dass die Kriminalität deutlich höher ist als angenommen. Und ein großer Teil trägt dazu wahrscheinlich die Moko-Mafia und ihr Boss Redouane Taghi bei. Er ist für den Mord des Reporters Peter de Vries verantwortlich und für viele weitere Verbrechen. Heute das Leben des Redouane Taghis. Bevor wir mit dem Video starten, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren. Ich habe auf diesem Kanal schon viele Videos zu der Moko-Mafia und der Gullideckel-Bande und vielen spannenden Verbrechen gemacht. Und Freunde, mir würde es ungemein helfen, wenn ihr einfach mal einen Kommentar schreibt für den Algorithmus, damit meine Videos besser vorgeschlagen werden. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne bei meinem TikTok-Kanal Tiefen1 vorbei. Dort kommt jeden Tag ein Kurzvideo, aber das war auch genug Werbung. Los geht's mit dem Video. Im frühen 21. Jahrhundert tauchten viele Geschichten über Gwennet, Benaouf und Najib auf. Nun sind Gwennet und Najib gestorben und Benaouf sitzt im Gefängnis. Viel Platz hat sich dadurch in der Unterwelt eröffnet. Eine Person, die sofort davon profitierte, war Redouane Taghi, der in Nordmarokko geboren wurde und 1980 zusammen mit seinen Eltern, einem älteren Bruder und zwei Schwestern in die Niederlande kam. Später wurden 6 weitere Mädchen und ein Junge in die Familie geboren. Also wie ihr schon seht, eine sehr große Familie, wie es in Nordafrika bzw. in ganz Afrika auch meistens üblich ist. Anfang der 1990er Jahre schloss sich Taghi der Jugendgang Bad Boys an, die in der Nähe des Straßenbahnhofs in Amsterdam aktiv war. Eine klassische Jugendgang, wie man sie schon öfter gehört hat. Vandalismus, vielleicht auch Graffiti und vielleicht auch Rauschgifthandel standen an der Tagesordnung. Dazu gibt es aber nicht viele Infos, deswegen alle Angaben ohne Gewähr. Im Jahr 1992 wurde Taghi zum ersten Mal wegen Einbrüchen und Waffenbesitzes unter anderem verurteilt. Doch auch wenn dies schon schwerwiegende Verbrechen sind, wenn man davon hört, sind diese noch harmlos im Vergleich zu dem, was man heute über die Mitglieder der Moko-Mafia hört. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Im Alter von 17 Jahren brach er die Schule ab. Zu dieser Zeit war Taghi bereits im Grasgeschäft tätig, was vor allem durch die liberale Rauschgiftpolitik der Niederlande für viele Kriminelle eine Goldgrube war und ist. Es ist zwar geduldet, Gras bis zu 5 Gramm zu kaufen, doch die Beschaffung für die Coffeeshops ist etwas schwieriger. Man darf nicht vergessen, dass Gras in den Niederlanden geduldet ist, aber nicht legal. Aber das ist ein anderes, viel größeres Thema. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass wenn von der Moko-Mafia die Rede ist, meint man nicht immer explizit eine Gruppe. Gerade rede ich von der größten Gruppe, nämlich die von Redouane Taghi. Aber es gibt noch viele weitere. Am Anfang habe ich von Gwennet Mata gesprochen, der ebenfalls in den sogenannten Moko-Krieg verwickelt war. Über diesen Krieg erfahrt ihr mehr in meinem letzten Video, wie gefährlich ist die Moko-Mafia. Und auch Benaouf A ist der Boss von einer Gruppe. Und diese ganzen Gruppen mögen sich nicht untereinander. Also ist es nicht so strukturiert wie zum Beispiel die italienische Mafia, aber darüber habe ich schon in meinem letzten Video gesprochen. Deswegen, wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, dann schaut euch gerne diese Videos an. Und ich habe jetzt auch was geändert. Für die neuen Zuschauer ist es immer schön, wenn man mehr Infos bekommt zu allem. Aber für die Abonnenten, die die Infos schon gehört haben und alle Videos geschaut haben, ist jetzt unten immer ein Timestamp, also unten im Video, wo ihr dann einfach die Stelle, die ihr schon kennt, vorspulen könnt. Schreibt immer gerne in die Kommentare, ob ich das so machen soll oder einfach ohne. Auf jeden Fall haben sich viele Leute beschwert, deswegen mache ich das jetzt so. Taghi importierte das Hasch aus Marokko, wo er gute Beziehungen durch seine Herkunft hat. Dies ist ein großer Vorteil für einen Kriminellen, vor allem wenn man beachtet, dass Marokko einer der weltweit größten Produzenten von Hasch ist. Es wird geschätzt, dass Marokko jährlich zwischen 6.000 und 10.000 Tonnen Hasch produziert, was etwa einem Drittel der weltweiten Produktion entspricht. Taghi übernahm bald mehrere Linien und wurde schließlich ein großer Importeur. Schließlich schmuggelte er mit seinen Kontakten aus Marokko auch den berühmten weißen Staub, ein deutlich lukrativeres Geschäft für einen Kriminellen, vor allem wenn man diese Mengen transportiert, wie es die Moko-Mafia tut. Ab dem Jahr 2000 geriet Taghi lange Zeit nicht mehr in Kontakt mit der Polizei. Eine Weile lang betrieb er einen Grillimbiss als Frontgeschäft, also ein ganz normaler Beruf. Doch wie er sich diesen Imbiss finanzieren konnte,
kann man nur vermuten. Allerdings hört man öfter von Kriminellen, die sich ihr Geld zur Seite legen, um dann damit einem legalen Geschäft nachzugehen. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so die Menschen von der Straße abhält. Doch für Tagi war das Geld, das er durch das Führen eines Imbiss verdiente, anscheinend nicht genug. Und deshalb ging er seinen alten Tätigkeiten nach und wuchs dadurch zu einem mächtigen Spieler in der Rauschgiftwelt heran und wurde dadurch auch sehr gefährlich und bekannt im Untergrund. Er bekam einen Ruf und setzte Regeln, die besagten, dass das Reden über ihn oder das Stören nicht toleriert würde. Tagi wurde erst bei der niederländischen Polizei bekannt, als Ibrahim Buju kam, um ihn zu melden. Buju stand auf Tagis Todesliste und hatte Angst, dass er liquidiert werden könnte, was auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Deshalb ging er zur Polizei, um Schutz zu suchen. Wie man im Nachhinein erfährt, hat es ihm auch nicht viel geholfen. Die Polizei hatte noch nie von diesem Namen gehört und wusste zunächst nicht, wer er ist und welchen Verbrechen er begeht. Digga, was habe ich hier für ein Deutsch geschrieben? Wer er ist und welche Verbrechen er begeht. Und mit solch einem Imperium hat wohl niemand gerechnet. Im Jahr 2015 machte die niederländische Polizei den größten Waffenfund aller Zeiten. 22 Handfeuerwaffen und 22 automatische wurden in einer Garage gefunden. Dieser Fund wurde später einer Gruppe von Verdächtigen zugeordnet, die nach Angaben von Anklägern und Polizei für Ridwan Tagi arbeiteten. Tagi tauchte immer mehr in polizeilichen Ermittlungen auf. In der Tat gab es mehr Liquidationen als normal und viele dieser Liquidationen konnten schließlich auf Tagi zurückgeführt werden. Viele von ihnen waren Feinde von Tagi oder Leute, die sich über Tagi äußerten. Der bekannteste Fall ist wohl Peter de Vries. Über ihn bin ich schon öfter eingegangen, deshalb nur kurz zusammengefasst. Am Abend des 6. Juli 2021 wurde de Vries in Amsterdam auf offener Straße angeschossen, nachdem er ein Fernsehinterview gegeben hatte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die niederländische Polizei leitete eine sofortige Untersuchung ein und intensivierte ihre Suche nach den Schützen. Trotz der Bemühungen der Ärzte und der Unterstützung von Fans und Kollegen verstarb Peter de Vries 9 Tage später an seinen Verletzungen. Sein Tod löste eine Welle der Trauer und Empörung aus. Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch weltweit. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zur Festnahme von 3 Männern, die des Mordes an de Vries beschuldigt wurden. Einer der Männer, ein 21-jähriger Niederländer, soll der Schütze gewesen sein. Die anderen beiden, ein 18-jähriger Niederländer und ein 35-jähriger Pole, wurden wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Mehr zu dem Thema, weshalb er ausgerechnet ein Pole war und wie es zu der Tat kam, seht ihr auf dem Kanal von DerMix. Da nochmal ein großes Shoutout für die klasse Videos. Allerdings wagte sich niemand von der marokkanischen Gangstergruppe Tagis über ihn zu sprechen, was es für die Polizei sehr schwierig machte, ihn mit irgendwas zu verbinden. Tagi fühlte sich nicht mehr sicher in den Niederlanden und floh zuerst nach Marokko und später mit einem Schnellboot nach Spanien. Inzwischen erlebte die Niederlande eine Welle von Liquidationen. Experten gehen von ganzen 30 Liquidationen aus, die nur von der Moko-Mafia stammen. Eine sehr große Menge, wenn man sich überlegt, dass so leichtfertig mit dem Leben von Menschen umgegangen wird. In meinen Augen einfach nur traurig. Und so etwas zu hören, vor allem wenn man in den Niederlanden wohnt, lässt das einen an seiner Sicherheit zweifeln. Das war das Leben von Ridwan Tagi. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von der Moko-Mafia sehen wollt. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, das nächste Video wird sehr, sehr heftig und eine sehr spannende und lange Doku. Deswegen lasst gerne ein Abo da, damit ihr diese nicht verpasst. Und schreibt gerne einen Kommentar und vergesst natürlich auch nicht zu liken. Letztes Video waren echt sehr, sehr nice Kommentare dabei. Liebe geht auf jeden Fall raus an alle Fans bzw. alle Supporter, die immer fleißig in die Kommentare schreiben und auch ihre eigenen Geschichten erzählen. Ich supporte euch auf jeden Fall und ihr supportet mich, ist doch nice. Aber ich will euch einfach mal diesen Kommentar zeigen. Nämlich vom guten Troxit18 macht Ben Bugatti nach. Ja, also ich sehe leider kein Video bei Ben Bugatti, was über die Moko-Mafia geht. Jeder weiß natürlich, dass Ben Bugatti der Erfinder von den True Crime Stories ist. Aber Shoutouts auch an Ben Bugatti, der macht auf jeden Fall heftige Videos. Aber den werden wahrscheinlich einige von euch kennen. Ja, und dann hat der Kollege einfach mal auf seinen zweiten Account gewechselt. Hat dann weiter beleidigt, aber den Kommentar gelöscht. Und hat dann aber einen Kommentar nicht gelöscht. Nämlich, wo er auf Cracked Apex antwortet, Geld, der Junge verdient paar Euro im Monat, Punkt, Punkt, Punkt. Was für Geld. Seine Videos sind voller Fehler und mega schlecht geschnitten, etc. Er ist ein kleiner Strolch hinterm PC, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es mir nur ums Geld gehen würde, dann wären die Videos bei weitem anders. Musste so lachen, Punkt, Punkt, Punkt. Sofort, als er Möglichkeit bekommen hat, Werbung zu schalten, gab es 50 Euro Rank. Haha, haha. Haha, Punkt, Punkt, Punkt. Du bist so ein Punkt, Punkt, Punkt. So lustig. Und wer hat überhaupt einen Rank? Keiner. Haha, haha. LG. Ja, dann schauen wir doch mal beim lieben Troxit auf seinem Kanal vorbei. Download Kinox.to Movies Free. Was sind das für Thumbnails? Also Minecraft Speed PvP? Base bauen auf einem Berg? Okay. Danke auf jeden Fall, Troxit, für deinen Kommentar. Kuss geht auf jeden Fall raus.
Produktive Kommentare müssen auch belohnt werden. Aber ja, das soll's mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Und damit, ciao.